Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. In dieser Lektion geht es um elementare Kombinatorik. In der elementaren Kombinatorik befassen wir uns mit Anzahlbestimmung oder etwas anders gesagt mit der Kunst, Dinge zu zählen, ohne wirklich alles einzeln abzuzählen. Die Lektion gliedert sich dann in drei Kapitel. Erstens elementare Zählprinzipien, zweitens Grundaufgaben der Kombinatorik und drittens dann noch Urnen sowie Fächer- und Teilchenmodelle. Jedes Kapitel selbst besteht aus einem Vorlesungsteil, das ist realisiert, also ein Erklärvideo, in dem ich Ihnen jeweils etwas Theorie näher zu bringen versuche. Und der zweite Teil ist dann so eine Übungseinheit, kein Video, wo Sie sich selbst an 3 bis 4 Beispielen versuchen sollten. Weil das hier die allererste Lektion ist, erläutere ich auch kurz, wie das Ganze technisch so abrennt. Links können Sie zu den verschiedenen Kapiteln einer Lektion navigieren durch diese Navigation. Im oberen Teil eines jeweiligen Kapitels finden Sie dann das besagte Erklärvideo. Damit Sie wach bleiben und ich einen Eindruck davon habe, wie aufmerksam Sie zusehen, können im Video kleine Fragen versteckt sein, die Sie dann beantworten sollen. Da wird das Video immer so kurz angehalten. Außerdem veranstalten wir mit jedem dieser Videos in den Kapiteln selbst so eine kleine virtuelle Schnitzeljagd. Es werden immer so Wegmarkensymbole angezeigt. Kurz vor Ende des Videos poppt dann unten so ein Button auf, Schnitzeljagd. Und da werden Sie dann entweder gefragt, was Sie auf den Wegmarken im Video gesehen haben. Das wäre jetzt hier Hund, Katze und Maus. Und oder welche Farben diese Wegmarken gehabt haben. Wenn Sie also ein nicht ganz so gutes Gedächtnis wie Donald Trump haben, notieren Sie sich am besten irgendwo auf Papier das Symbol und die Farbe in der Reihenfolge, wie sie auftauchen. Im unteren Teil von jedem Kapitel finden Sie dann die Übungsaufgaben. Hier haben Sie wieder hier unten eine Navigation, die Sie dann zu diesen einzelnen Aufgaben bringt. Die Aufgaben können Sie da oben lösen, das sind so verschiedene geschlossene Formate. Und hier hinten können Sie auch nochmal kontrollieren, wie viele Punkte Sie erreicht haben oder gegebenenfalls das dann nochmal wiederholen. Jede Lektion enthält auch eine Seite mit den Lösungen zu den Übungsbeispielen. Insofern können Sie auch schummeln und die Lösung erst nachsehen und dann die Übung machen. So richtig lohnen tut sich das aber eher nicht. Sie vergeben sich damit nur eine weitere Übungs- und Selbstkontrollmöglichkeit. Wenn Sie irgendwelche Fragen zur Lektion haben, dann finden Sie direkt eingebettet in die Lektion auch nochmal diesen Chat oder das Forum auf Discord. Fragen können Sie dort anonym oder mit einem Pseudonym stellen. Ich bemühe mich, die Fragen auch zeitnah zu beantworten. Und falls ich meine, das dauert länger mit der Antwort, dann bewahre ich mir das vielleicht auch auf für die Repetitoriumssitzung. Wenn Sie mit allen Teilen einer Lektion fertig sind, klicken Sie bitte auf Ergebnisse und Abgabe. Dort können Sie auch kontrollieren, wie viele Punkte Sie erreicht haben und dann entweder ganz neu starten oder die Ergebnisse zur Bewertung abgeben. Wichtig vielleicht noch, wenn Sie die Lektion irgendwo vorher abbrechen, werden Zwischenergebnisse leider nicht automatisch gespeichert. Wenn Sie also vorzeitig aufhören müssen, klicken Sie immer einfach mal auf Report abgeben. Dann ist zumindest dieses Zwischenergebnis schon mal für mich sichtbar gespeichert. Wenn Sie die Lektion neu beginnen, müssen Sie nun leider für die Bewertung trotzdem wieder ganz neu anfangen. Wobei in den Videos sind auch so Sprungmarken, mit denen Sie immer genau zu den Fragen oder zu der Schnitzeljagd springen können. Ist ein bisschen unbequem, aber ist derzeit leider technisch nicht wirklich anders machbar. Einige Lektionen haben unter Umständen noch so ein Zusatzkapitel, weitere Übungsaufgaben. Die Lösungen bzw. Ergebnisse, die Sie hier erzielen, rechnen gar nicht in die Bewertung herein. Das sind wirklich nur Beispiele für Sie selbst zum Üben. Damit bin ich mit der Einleitung auch schon fertig und wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser ersten Lektion.